Sie haben sich jetzt also entschieden, Heilpraktiker zu werden. Na, da haben Sie sich aber auf ein tolles Abenteuer eingelassen. Freuen Sie sich drauf. Ich möchte Ihnen zunächst einmal ein paar Fragen stellen. Was glauben Sie? Der Weg, der vor Ihnen liegt, wird der schwierig oder leicht? Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Antwort lautet. Anspruchsvoll, in der Tat. Sind Sie neugierig auf das, was kommt? Ich nehme es auch an, weil warum sonst hätten Sie sich all diese vorbereitenden und finanziell aufwendigen Dinge einrichten sollen? Haben Sie schon etwas Grundwissen über dieses Thema? Zum Beispiel, wie viele Finger hat der Mensch? Oder, wie viel Halswirbel hat die Halswirbelsäule? Oder, wenn Sie einen Schluck Tee trinken. Und dieser Schluck Tee geht einmal durch den Körper. Welchen Weg nimmt dieser Schluck? Vom Mund über die Speiseröhre, zum Magen, durch den Dünndarm, eventuell bis in den Dickdarm hinein? Und schließlich, wenn ich Sie jetzt bitte, geben Sie mir einmal die rechte Hand. Ich halte Sie hin. Wie sieht das für Sie aus? Auf welcher Seite ist meine rechte Hand? Na, was ist da? Was ist da? Ja, werden Sie mir sagen, das ist doch links. Die Dinge, die ich Sie eben gefragt habe, die klingen auf den ersten Blick ein bisschen so, als wollte ich Sie veralbern. Wie viele Finger hat der Mensch? Weiß doch jeder. Aber wissen Sie auch die Reihenfolge? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehen Sie, wir gehen davon aus, dass es ein Wissensgrundnetz gibt. Und mit jeder neuen Information wird dieses Netz engmaschiger und engmaschiger. Und wenn Sie sich vorstellen, dass dieses Netz immer engmaschiger wird, dann können Sie sich auch vorstellen, dass über kurz oder lang, und zwar ganz von selbst, immer mehr hängen bleiben wird. Und dann noch die Frage, haben Sie noch ein bisschen Geld über? um sich mal so richtig gutes Material zu kaufen. Ich habe mir mal hier aufgelistet, was ich für die Erstversorgung brauchen würde. Da ist jede Menge Papier. Am besten vorgelochtes aus College-Blocks. Stifte, gerne auch Buntstifte. Ich habe hier einen roten dabei, den ich immer verwende. Ich brauche Ordner. Ich brauche Trennblätter. Und dann, was ich brauche, ist zum Beispiel auch übrigens Radiergummi oder Korrekturstift und das bisschen Geld, was ich aufbringen muss, um einen Internetanschluss zu haben mit Zugang zu dem Videoportal YouTube. Ich werde später darauf zu sprechen kommen. Und was Sie auch brauchen, und das ist schon recht wichtig, aber wir werden auch darüber im weiteren Verlauf dieses Gesprächs sprechen, Sie brauchen Menschen, die Sie unterstützen. Und jemanden, der sie unterstützt mit Zeit, ja okay, ich nehme dir was ab, Enthusiasmus, es werden Zeiten kommen, wo, wo sie denken, puh, vielleicht möchte ich doch lieber am Strand rumliegen. Jemand, der ihnen mit Geduld zur Seite steht, ist nicht schlecht. Und auch ein bisschen Hilfsbereitschaft ist schon recht wichtig. Von den Menschen, die sie umgeben. Ich habe in den letzten 27 Jahren in meiner Dozententätigkeit geschätzt, also bestimmt 10.000 Studenten unterrichtet. Diese Studenten waren aus allen Altersklassen. Ich habe Studenten dabei gehabt, die waren ziemlich jung und hatten eigentlich nur die Zeit bis zu ihrem zum Beispiel Medizinstudium überbrücken wollen. Ich, mein ältester Student war 82 Jahre alt. Aber ich würde mal sagen, im Schnitt lag der Durchschnitt so bei 35, 40 Jahren. Und die Studenten, die zu uns gekommen sind, die kamen aus allen möglichen Richtungen. Es waren Menschen dabei, die das erste Mal sagten, ich will was Richtiges machen. Das sind nicht viele, aber es waren welche. Es waren viele aus den Heilberufen dabei. Krankenschwestern, Arzthelferinnen, Masseure, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Aber besonders viele waren in einer ganz durchschnittlichen, ganz normalen Berufskarriere gewesen, haben dann mit 35, 40 festgestellt, das ist alles nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich mit meinem Leben etwas anfangen, was dafür sorgt. Dass mein Platz, wenn ich die Erde verlasse, ein bisschen besser geworden ist, als ich ihn vorgefunden habe. Ich persönlich finde, das ist eine schöne Motivation. Und, das, und dann sind eine ganze Reihe von ähm, Studenten dabei gewesen, die eine Karriere als in der Familie gehabt haben, ein, zwei Kinder, manchmal drei Kinder. Die Kinder sind aus dem Haus und dann sagte sich äh, irgendjemand in der Familie: Ich mache noch mal was ganz Neues. Ich fange noch mal. Ich spiele noch mal Anfang. Es ist vorgekommen aus allen Berufen, mit unterschiedlichsten Bildungsgraden. Nicht-Akademiker, Akademiker. Und das Tollste, was ich hier erlebt habe, war eine Ingenieurin, was sowieso schon eher selten ist. Eine Studentin, die Ingenieur ist, Ingenieurswissenschaften studiert hatte und darin gearbeitet hatte und nun mit einem Denken plötzlich konfrontiert wurde, wo sie sagte: Das ist mir vollkommen fremd. Ich verstehe das nicht. Thomas. Erklär mir das nochmal. Als sie dann zwei Jahre später fertig war, sagte sie, das war die Bereicherung meines Lebens. Und am Anfang dieses Weges stehen sie. Und dass ich das Durchschnittsalter von 35 bis 40 erwähnt habe, heißt, all diese Menschen haben es geschafft. Und sie können das auch. Die Wundheilung verläuft in vier Phasen. Da haben wir zunächst einmal die exudative Phase. Exudation heißt, dass etwas von innen nach außen abgegeben wird. In diesem Falle bei einer Wunde natürlich Blut und zum anderen Lymphflüssigkeit. Das heißt also mit Fibrin oder beziehungsweise Fibrinogen durchsetzte Flüssigkeit. Fibrin geht aus Fibrinogen hervor. Sie werden das in der weiteren Anatomie und Physiologie häufiger einmal finden, dass eine Substanz ein Ogen hinten angehängt hat. Fibrinogen zum Beispiel. Und das ist noch nicht aktiv. Es wird aktiviert, dann wird Fibrin daraus. Und diese fibrinreiche und lymphähnliche Flüssigkeit wird in der exudativen Phase in eine Wunde hinein abgegeben. Das ist die erste Phase. In dieser Phase wird die Wunde mit Fibrin überdeckt. Wir haben einen ersten Wundschluss, eine erste Abdeckung über der Wunde. In dieser Phase schon können Bakterien über eine offene Stelle nicht mehr in den Körper hinein vordringen. Das geht nur für eine sehr kurze Zeit oder Bakterien gelangen dann in eine Wunde, wenn sie beispielsweise bei dem berühmten Tritt in den rostigen Nagel in einer Wunde abgestreift werden. Dann haben wir die zweite Phase, das ist die resorptive Phase. In der resorptiven Phase findet, wie der Name sagt, Resorption statt, das heißt Aufnahme. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, wer nimmt hier auf und was wird aufgenommen. Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, bestehen aus verschiedenen Stämmen, Völkern, Gruppen. Und unter den Leukozyten haben wir die Granulozyten. Und die Granulozyten resorbieren. Das heißt, sie nehmen auf, sie fressen, wie Pac-Man sagte ich, fressen Wundränder, fressen abgerissenes Gewebe, fressen <laughs> zersetztes Gewebe. Das heißt, was an einer Wunde früher oder später nicht mehr zu gebrauchen sein wird, wird von Leukozyten resorbiert. Die zweite Phase. Dann haben wir die proliferative Phase. Die proliferative Phase beginnt nach etwa drei Tagen nach der Wundentstehung und Proliferation bedeutet Vermehrung. In dieser proliferativen Phase vermehrt sich erstens einmal die Kapillarsprossung. Das heißt, nehmen Sie einfach mal an, wir ziehen uns mit einem Messer eine kleine Schnittwunde zu, schneiden uns ein Stückchen, ein Millimeter tief Haut ab, und dieses Stückchen Haut muss natürlich ersetzt werden. Und wenn hier Gewebe ersetzt wird, braucht das Gewebe auch eine Kapillardurchsetzung. Und das meint die Proliferation. Die Kapillaren wachsen, mit dem Kapillarwachstum verbunden haben wir das Wachstum und die Neubildung von Interzellularsubstanz. Das ist Substanz, die sich zwischen den Zellen befindet und sozusagen schon einmal ein Grundgerüst bildet für das spätere Zellwachstum, was die Wunde vollständig und endgültig verschließen soll. In dieser Phase kommt es zu einer Neubildung von Bindegewebe, sodass das endgültige Gewebe, in dieses bindegewebe hineingebaut werden kann so wie bei einem haus zum beispiel die einzelnen zimmer in den stahlbeton grundgerüst neubau eingebaut werden. und damit sind wir bei der vierten phase. die vierte phase ist die reparative phase. in der vierten phase wird erstens einmal das neu gebildete bindegewebe in das endgültige bindegewebe umgesetzt. wir unterscheiden verschiedene arten von bindegewebe. Einmal Sagen wir mal ganz groß, ganz grob gesagt, kollagenes und zum anderen elastisches Bindegewebe. Und das stellen Sie sich bitte so vor. Kollagenes Bindegewebe ist im Wesentlichen reißfest. Es weist wenige Anormalitäten auf. Es ist nahezu gerade. Bindegewebsfasern sind gerade, nahezu wie ein Faden gerade angelegt. Und dann haben wir elastisches Bindegewebe. Das kann entweder spiralig aufgedreht sein oder wellig. Und wir können uns vorstellen, wenn wir an den beiden Enden einer solchen elastischen Bindegewebsfaser ziehen, dann geht sie in ihre ursprüngliche Form zurück. Nun, es wird in der dritten Phase, in der proliferativen Phase, erstmal Bindegewebe überhaupt eingebaut. In der reparativen Phase, in der vierten, dort wird das Bindegewebe in die endgültige Form umgebaut. Das heißt also, zum Beispiel, Hautreparatur muss natürlich anders erfolgen als die Reparatur von Muskelfasern. Und in dieses Bindegewebe hinein. Diese endgültige Bindegewebstruktur kommen jetzt die eigentlichen Zellen, die den Körper ausmachen, also zum Beispiel Haut, Epidermiszellen, wenn Muskel verletzt worden ist, zum Beispiel bei einem tiefen Schnitt, werden die Muskelzellen repariert und so weiter. Das heißt, jetzt in dieser reparativen Phase wird das Gewebe endgültig so hergestellt, wie es aussehen soll. Und dann kann man im Endeffekt sehen, haben wir die bereits vorhin erwähnte Restitutio ad Integrum, die Wiederherstellung der Unversehrtheit, oder haben wir eine Defektheilung mit Narbenbildung? Das hängt dann, wie wir bereits gesehen haben, von der Tiefe der Verletzung ab. Wir können eine Reihe von Primäreffloreszenzen und übrigens auch Sekundäreffloreszenzen beschreiben. Da haben wir zunächst einmal den Fleck, die Makula. Flecke sind in den meisten Fällen pathologisch betrachtet bedeutungslos. Sie können einfach so auftreten. Allerdings andererseits, ein blauer Fleck, ein Hämatom, ist zweifellos überhaupt nicht bedeutungslos. Der Leberfleck gehört hier hinein und ist von seiner Organpathologie her bedeutungslos. Dann haben wir als nächstes die Papel, das Knötchen. Papel, das Knötchen äh, mit einem Durchmesser von ungefähr 0,5 cm, sagen wir mal erbsengroß, um ein Verständnis dafür zu erzeugen. Wir haben bei den Papeln Verdickungen der Dermis und oder der Epidermis durch entweder Einlagerungen oder Infiltrationen von Fremdkörpern. Dann haben wir die Bulla, die Blase flüssigkeitsgefüllt. Diese Blase wird manchmal auch als Urtica oder Quaddel bezeichnet. Wir haben hier ein kutes Ödem, das in der ersten Phase weiß und später dann rot werden kann. Diese Blasen oder Bläschen können ein wenig aussehen wie die Kontaktstellen mit Brennnesseln. Dann haben wir als nächstes die Pustel. Pusteln sind eitergefüllte Bläschen das heißt in der pustel haben wir tatsächlich einen eitrigen inhalt wir haben krusten die kruster das ist im endeffekt schon eine verschorfte effloreszenz das heißt also hier haben sich beispielsweise papel oder blaseninhalte entleert und im endeffekt bleibt eine kruste zurück die schuppe oder squama ist eine erscheinung wie sie als head and shoulders mancherlei Spaß und Schabernack für die kosmetische Industrie darstellen, andererseits bei der Schuppenflechte der Psoriasis in großen Mengen von den Streckerseiten der Extremitäten abblättern können. Wir haben Erosionen, das sind Substanzverluste, die beispielsweise durch tiefer gehende Verletzungen auftreten können. Das Ulkus oder Geschwür, wir haben mit dem Ulkus. Sie haben vielleicht schon mal einen Ulkus gesehen. Das Ulcus cruris oder Unterschenkelgeschwür sehen wir bei Menschen, die arterielle oder venöse Durchblutungsstörungen, Krampfadern, die aber auch vielleicht ähm, lymphatische Stauungen haben. Bei diesen Menschen entsteht ein Ulkus oder Geschwür, das sich dadurch auszeichnet, dass es nicht mehr verheilt. Das ist im Wesentlichen der Unterschied zwischen einem Ulkus und einer oberflächlichen Wunde, einer oberflächlichen, beispielsweise Schürfwunde. Dann haben wir Ragaden. Mundwinkelragaden sind besonders bekannt. Sie treten also, wie der Name schon sagt, im Mundwinkel auf und sind häufig ein Hinweis auf einen Eisenmangel. Das heißt, Mundwinkelragaden begleiten eine Eisenmangelanämie. Ebenfalls möglich ist es, dass ragaden auftreten bei Kindern, die Pilzinfektionen im Mundbereich haben. Und schließlich Zikatrix, die Narbe, ein Endzustand nach einer Hautveränderung. Die meisten Hautverletzungen, die Sie und ich uns im Laufe eines Lebens zuziehen, verheilen narbenlos. Die Bedingung dafür, dass eine Narbe zurückbleibt, ist, dass es zu einer Verletzung kommt, sowohl der Matrixschicht als auch der Bindegewebsschicht, die die Matrixzellen in der Epidermis tragen. Der Morbus Renault gehört zu den arteriellen Durchblutungsstörungen und wird bezeichnet als eine funktionelle Durchblutungsstörung. Funktionell bedeutet immer, die erkrankten Organe, in diesem Falle die Arterien, sind von der Untersuchung her, sind von einer mikroskopischen oder ansonsten, sonstigen weitergehenden Untersuchung her, ohne Befund oder völlig in Ordnung. Funktionelle Erkrankungen also sind Erkrankungen, für die es keine pathogenetischen Ursachen gibt. Die funktionelle Durchblutungsstörung der Morbus Renault ist gekennzeichnet durch eine Durchblutungsstörung, die meistens die Finger betrifft. Häufig sehen die nicht mehr durchbluteten Finger aus, als hätte man die Durchblutungsgrenze mit dem Lineal gezogen, beispielsweise auch diagonal oder einfach horizontal an den Fingern. Die Finger werden leichenblass. Teilweise werden sie zyanotisch und in einzelnen Fällen kann, können diese Durchblutungsstörungen bis hin zur Nekrose, bis hin zur Gangränbildung gehen. Auslöser für den Morbus Renault Was fällt Ihnen ein? Auslöser für einen Morbus Renault Anfall wir sprechen von einer Krankheit, die anfallsartig auftritt. Auslöser können Kältereize sein und sind es auch in den meisten Fällen oder psychische Reize. Jeder Muskel besitzt Strukturen, die an allen anderen Muskeln auch wiederkommen. Da haben wir an jedem Muskel einmal einen Ursprung. Ich habe eben ein bisschen genuschelt, weil ich einen Ursprung gar nicht so deutlich sagen wollte. Denn es gibt durchaus Muskeln, die mehrere Ursprünge haben. Und wir haben an jedem Muskel, jetzt sage ich es ganz deutlich, einen Ansatz. Ursprung, die Origo. Und Ansatz die Insertio. Der Ursprung, wie gesagt, kann mehrfach sein, wie zum Beispiel beim Musculus Biceps brachii oder Triceps brachii oder Quadriceps femoris, der zwei, drei oder vierköpfige Muskel, gegebenenfalls mehrfach. Der Ansatz ist immer einfach. So, können Sie mir bitte erklären, was der Unterschied zwischen Ursprung und Ansatz eines Muskels ist? Die Erklärung geht folgendermaßen. Wir können das ganz besonders gut am Musculus Biceps brachii erklären. Die aktive Kontraktion, die Aktion eines Muskels, ist die Kontraktion. Die aktive Kontraktion führt zur Bewegung eines Skelettanteiles gegenüber dem anderen. Die Kontraktion des Bizeps brachii zum Beispiel führt zur Beugung des Arms im Ellbogengelenk. Und an dieser Stelle können wir erklären, was der Ursprung und was der Ansatz ist. Der Ursprung befindet sich immer am relativ unbewegten Teil des Skeletts, und der Ansatz immer am relativ bewegten Teil des Skeletts. Mit relativ meine ich in Relation zum unbewegten Knochen. Das heißt, der Ursprung unbewegt, der Ansatz am bewegten Anteil. Außerdem hat jeder Muskel einen Bauch, einen Muskelbauch. Der Muskelbauch kann ebenfalls mehrfach sein. Ein Beispiel für einen Muskel mit zwei Bäuchen ist der Musculus Biceps brachii. Da haben wir die Bäuche sogar in einer Längsrichtung nebeneinander liegen. Und dann haben wir an jedem Muskel eine Sehne, beziehungsweise zwei Sehnen oder mehrere, je nach Kopf und äh, Ansatz des Muskels. Das sind die Verbindungen des Muskels die Überleitungen in den Knochen hinein. Das sind die Bestandteile eines Muskels, die wir an jedem Einzelnen vorfinden. Die einzige willkürliche Bewegungsfreiheit eines Muskels ist die Kontraktion. Das ist die aktive willkürliche Bewegung, die Kontraktion. Das Gegenstück dazu ist die Entspannung locker lassen oder die Kontraktion des Antagonisten. Dazu müsste ich aber den Bizeps beispielsweise locker lassen. Jetzt kommt eine Frage, mit der ich Sie gerne ein bisschen alleine lassen würde, weil sie klingt so einfach und jeder denkt: Naja, wieso? Das muss man doch sagen können. Aber versuchen Sie einmal zu beschreiben: Was ist ein Gelenk? Wir unterscheiden drei Arten einer chronischen Gastritis. Typ A, autoimmunologisch bedingt. Das ist eine seltene Erscheinung der chronischen Gastritis. Bei weniger als 5 Prozent der Patienten haben wir ein autoimmunologisches Geschehen, das heißt, das Immunsystem greift den Magen an. Typ B, bakteriologisch bedingt, der Erreger Helicobacter pylori oder auch Campylobacter pylori kann der Auslöser einer chronischen Gastritis sein. Ob es Helicobacter pylori ist, muss mit einer Gastroskopie und einer Gewebeentnahme untersucht werden. Und dann haben wir C, Typ C, die chemisch toxisch bedingte chronische Gastritis, beispielsweise durch Medikamente, durch Alkohol oder durch was auch möglich ist, einen Gallenreflux. Die Gallenflüssigkeit oder Galle wird gebildet in der Leber und zwar von den Leberzellen, den Hepatozyten. Von den Hepatozyten gelangt die Galle in die Canaliculi biliaris, die Gallenkanälchen. Und die Gallenkanälchen vereinigen sich. Zum Ductus Hepaticus, dem Lebergang heißt das. Und zwar haben wir einen Ductus Hepaticus Dexter, einen rechten Lebergang, und einen Ductus Hepaticus Sinister, einen linken Lebergang. Natürlich von den Leberlappen. Diese beiden Ductus hepaticus, diese, dieser rechte und linke Lebergang, vereinigt sich zum Ductus hepaticus communis, zum gemeinsamen Lebergang, und der weist eine Abweichung von ihnen aus betrachtet nach rechts, vom, äh, nach links vom Patienten aus betrachtet nach rechts auf, und zwar den Ductus cysticus, das ist der Blasengang. Dahinter liegt die Vesica Fellea oder Vesica Biliaris, das ist die Gallenblase, und dann haben wir den Ductus Choledochus und der Ductus Choledochus mündet in das Duodenum. Uremie bedeutet, wir haben harnpflichtige Substanzen in erhöhtem Maße im Blut, weil die Niere ihrer Ausscheidungsfunktion nicht mehr nachkommen kann. Die Ursache einer Uremie ist die Niereninsuffizienz, das akute oder das chronische Nierenversagen. Was auffällig ist, sind zwei Arten von Ödemen. Wir haben einmal das Lungenödem. Man spricht hier von einer sogenannten fluid lung, der flüssigen Lunge. Das Lungenödem bei der Uremie zeigt sich um den Hilus herum, um die Stelle herum, an der die äh, Trachea bzw. die Stammbronchien in die Lunge einziehen. Und wir haben als zweites noch das Hirnödem, den, so, es klingt hässlich, aber es ist so, Wasserkopf. Was nicht zu verwechseln ist mit dem Hydrocephalus bei Neugeborenen. Wir haben ein Ödem im Gehirn, natürlich mit erheblichen Beschwerden und Schmerzen verursacht. Wir haben dann Herzrhythmusstörungen. Und das Herz reagiert auf Elektrolytverschiebungen relativ empfindlich. Die Herzrhythmusstörungen, von denen ich hier spreche, sind durch die Hyperkaliämie verursacht. Das heißt, der Serumkaliumspiegel spiegel ist erhöht und das verursacht Herzrhythmusstörungen. Schließlich haben wir die metabolische Azidose. Diese metabolische Azidose wird beantwortet mit der Hyperventilation. Auch das ist ein Kernsymptom der Uremie. Und schließlich das allmähliche. Achten Sie auf meine Worte, das allmähliche Eintreten des Koma. Das heißt, die allmähliche Bewusstseinseinschränkung von der Bewusstseinseintrübung über die Somnolenz, die Schläfrigkeit, den Sopor. Das heißt, jemand ist schon erheblich weggetreten und reagiert nur noch auf heftige Ansprache. Und am Ende das Koma uremicum, das Nierenkoma mit vollständigem Bewusstseinsverlust. Das ist das Ende der Uremie. Der Apoplex oder die Apoplexie oder der apoplektische Insult, Schlaganfall, eine Anzahl unterschiedlicher Namen für ein und dasselbe Krankheitsgeschehen, so könnte man denken, aber auch das stimmt schon nicht. Wir können zwei große äthiologische Gruppen des Apoplex unterscheiden. Da haben wir einerseits die Ischämie, nicht mehr durch Blutung. Ein bestimmtes Hirngebiet wird nicht mehr durchblutet, beispielsweise weil eine Zerebralsklerose vorliegt, eine Sklerosierung des, die Gehirn, des gehirnversorgenden Gefäßes oder andererseits eine Blutung. Es kann bei spröde gewordenen Gefäßen zu einem Riss in einem Gefäß kommen. Wussten Sie übrigens, dass man viele Apoplexpatienten von der Toilette holt? Die werden nachts wach, haben Stuhl dran, setzen sich hin, drücken und dabei platzt ein Gefäß. Das ist Rettungssanitätern durchaus bekannt. Die Symptomatik des Apoplex lässt sich einerseits ganz einfach beschreiben, andererseits ist sie so umfassend, dass man es mit Worten gar nicht beschreiben kann. Wir haben hier motorische Störungen. Motorische Störungen heißt also, Lähmungen, die mindestens vorübergehend, meistens aber dauerhaft sind. Anfangs sind es schlaffe Lähmungen, später spastische Lähmungen. Ein typischer Gang eines Apoplektikers sieht so aus, Halbseitenlähmungen. In diesem Falle sehen Sie, dass meine rechte Seite eine spastische Lähmung im Endstadium dann aufweist. Das heißt, wir haben einen linksseitigen Apoplex. Und wir haben andererseits sensible Störungen und das bedeutet irgendwelche Sensibilitätsausfälle der die Hörfähigkeit Sehfähigkeit bestimmte Fähigkeiten fallen aus die zuvor natürlich gegeben sind. Es kann sein, dass Menschen Buchstaben nicht mehr erkennen, lesen können sie nicht mehr, dass sie Farben, Gesichter oder Ähnliches nicht mehr erkennen, dass sie ihren Körper nicht mehr spüren oder solche Dinge können auftreten. Und schließlich die dritte große Störungsgruppe, das ist die Gruppe der Bewusstseinsstörungen. Diese drei Symptomgruppen sollten Sie grundsätzlich im Gedächtnis behalten. Was sich aber in jedem konkreten Einzelfalle daraus ergibt, können wir nicht voraussagen. Zur Therapie, ja. Mit der Therapie hat es eine ganz besondere Bewandtnis für uns Heilpraktiker, für Sie und mich. Ein Apoplex ist ein Notfall. Und ich sage immer Notfall gleich Notarzt. Also hier therapieren wir gar nicht herum. Hier ist sofort der Notarzt zu rufen. Und zwar anders, als man das noch vor 20, 25 Jahren gedacht haben mag. Nicht mal irgendwann demnächst, sondern auch hier gilt, jede Minute zählt. Rufen Sie 112 an. Sie bekommen da nicht irgendeinen Hansel an den Apparat, sondern jemanden, der mit dem Begriff Apoplex durchaus etwas anfangen kann. Die zentrale Notruf. Stelle in der Bundesrepublik ist mit kompetenten Leuten besetzt. Wenn Sie einem Menschen am Telefon sagen, ich habe einen Patienten mit einem anaphylaktischen Schock, dann ahnt er mindestens, was gemeint ist. Das heißt also, in einem solchen Fall müssen die richtigen Notärzte unterrichtet werden und der Patient ist in eine beispielsweise Stroke Unit zu verbringen. Dort wird er der notwendigen Behandlung zugeführt. Um den Unterschied zwischen äußerer und innerer Atmung darzustellen, habe ich hier einmal eine Zeichnung für Sie vorbereitet und schauen wir einmal an, was wir hier sehen können. Dies hier oben in Schwarz soll eine Alveole sein. Und dies hier unten, auch schwarz umrandet, eine beliebige Körperzelle. Welche Art von Zelle das sei dahingestellt, was ich gezeichnet habe, hier außen herum die Zellmembran, dieser Kreis hier, das soll der Zellkern sein und diese doppelte Welle hier stellt den diploiden Chromosomensatz dar. Zwischen der Alveole und der Zelle gibt es eine Gefäßverbindung. Das Blut fließt in dieser Richtung, die Sie jetzt von meinem Finger hier angedeutet sehen. Und wir haben zwei Orte des Gasaustausches. Der eine Ort des Gasaustausches hier an der Alveole und der andere Ort des Gasaustausches hier unten an der Zelle. Die äußere Atmung findet statt an der Alveole. Die äußere Atmung, das ist der Ort des Gasaustausches in der Lunge. Was hier passiert, ist einfach beschrieben. Es gelangt aus der Atemluft. Ich fange erstmal mit dem Sauerstoff an, den, das Kohlendioxid werden wir später sehen. Es gelangt der Sauerstoff aus der Atemluft in das Blut, das zu den Zellen hinfließt. Können Sie sich noch erinnern aus dem Thema Herzkreislauf, warum wir hier nicht einfach arterielles Blut sagen können? Denken Sie bitte nach. Warum ist das nicht generell arterielles Blut. Wir müssen dieses Blut Sauerstoff angereichert nennen, aber es ist nicht arterielles Blut, das darüber definiert wäre, dass es in den Arterien fließt. Arterien und Venen unterscheiden sich durch ihr Flussverhältnis in Bezug auf das Herz. Venen transportieren das Blut zum Herzen hin, Arterien transportieren das Blut vom Herzen weg. Das ist der Unterschied. Das bedeutet, der Sauerstoff, der in das Blut hinein übernommen wird, kommt erst einmal in die Vena Pulmonalis. Das ist das Thema Herzkreislauf und Gefäße. Das heißt also, der Sauerstoff wird in das Blut aufgenommen. Das Blut fließt Richtung Körperzellen und dann gelangt der Sauerstoff mit dem Blut an die Körperzelle und wird an der Körperzelle in die Zelle aufgenommen. Hier wird der Sauerstoff verstoffwechselt und damit sind wir am Beginn der inneren Atmung, die Aufnahme des Sauerstoffs in die Körperzelle hinein. Der Sauerstoff wird für Stoffwechselprozesse gebraucht und als Stoffwechselendprodukt haben wir ein anderes Gas, nämlich Kohlendioxid CO2. Das Kohlendioxid wird in das Blut aufgenommen, das dann zum Herzen und zur Lunge zurückfließt. Das heißt, weiterhin haben wir die Flussrichtung so, Natürlich, denn das Blut kehrt nicht einfach um. Es ist ja ein Kreislauf. Die Flussrichtung geht also hier über das Herz, das habe ich außen vor gelassen, über das Herz zurück zur Lunge. Und an dieser Stelle, hier an den Alveolen, wird das Kohlendioxid in die Alveolarluft abgegeben und gelangt dann zur Ausatmung. Zusammengefasst. Die äußere Atmung, das ist der Gasaustausch in der Alveole. Die innere Atmung, das ist der Gasaustausch an den Körperzellen. Äußere Atmung heißt Sauerstoff rein ins Blut, Kohlendioxid raus aus dem Blut. Innere Atmung heißt Sauerstoff rein in die Zelle, Kohlendioxid raus aus der Zelle. Damit haben wir natürlich in Bezug auf das Blut zwei. Entgegengesetzte Gasbewegungen, Sauerstoff rein ins Blut, Sauerstoff raus aus dem Blut, Kohlendioxid raus aus dem Blut, Kohlendioxid rein in das Blut. In den Stäbchen und Zapfen haben wir einen Seepurpur genannten Farbstoff, dessen Zusammensetzung erfordert die Anwesenheit von Vitamin A. Wenn Menschen einen Vitamin-A-Mangel erleiden, dann kommt es zu einer verminderten Ausbildung des Seepurpurs, Rhodopsin und Jodopsin. Die Folge davon ist eine Nachtblindheit. Farbenblindheit ist genetisch bedingt, und zwar, wie man sagt, Rezessiv-heterosomal, das heißt, wir haben einen Defekt in den Chromosomen, die die Körpererscheinung beeinflussen. Rezessiv heißt, die Farbenblindheit wird in der Folgegeneration mit einer weniger als 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit auftreten. Dominante Erbmerkmale treten mit einer mehr als 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf. Wir unterscheiden verschiedene Arten von Farbenblindheit, zum Beispiel die anomale Trichromasie. Trichromasie heißt, der Mensch sieht zwar alle drei Farben, aber in einem der drei Bereiche hat er eine Farbenschwäche. Vielleicht haben Sie schon mal diese Farbkarten gesehen, aus denen heraus man bestimmte Zahlen lesen muss. Da sieht man lauter rosa Punkte und mit einem Dunkelrosa ist dort eine 16 eingetragen. Das wäre zum Beispiel ein Akromasie oder anomale Trichromasie-Farbtestbild. Dann haben wir die Dichromasie. Bei der Dichromasie kann ein Mensch zwei Farben gut sehen und eine schlecht. Das wird nach den drei Farben, nach den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau unterschiedlich gewertet. Dann haben wir die Monochromasie. Von den drei Farben wird nur noch eine gut gesehen. Und als letzte die Achromasie. Das heißt, ein Mensch, der keinerlei Farben mehr erkennen kann. Wir haben hier einen fortschreitenden genetischen Defekt, und das heißt, wir haben eine zunehmende Verschlechterung der Farbsehfähigkeit einerseits, aber andererseits, das ist ganz wichtig, Farbenblindheit ist nicht mit Sehschärfeverlust verbunden. Das heißt also, lesen könnte ein Mensch mit einer Farbenblindheit absolut problemlos, es sei denn, er kriegt eine andere Sehstörung, aber die von ganz anderer Art, die mit der Farbenblindheit nichts zu tun hat. Immunglobuline sind, der Name Globulin verrät es uns, Eiweiße. Die Immunglobuline sind y-förmige Greifermoleküle. Diese Greifermoleküle sind in der Lage, jeden Feind, jeden Angreifer des menschlichen Organismus ganz spezifisch so zu binden, zu fesseln quasi, so festzubinden dass der Angreifer kampfunfähig wird. Wir haben von diesen Immunglobulinen fünf Gruppen. Immunglobuline der Gruppe G, A, M, D, Und E. I G G A M D und E. Das ergibt das alberne Kunstwort Gamde. Dass Sie sich bitte so merken, denn diese Reihenfolge hat natürlich eine Bedeutung. Es geht darum, wie in welcher in welchem Volumen, in welcher Größenordnung diese Immunglobuline im Körper repräsentiert sind. Die Immunglobuline der Gruppe G machen 80 Prozent aller Immunglobuline aus. Die der Gruppe A 13 Prozent. Die der Gruppe M 6 Prozent. Und die der Gruppe D 1 Prozent. Und damit bleibt wieder einmal am Ende fast nichts mehr über, wenn wir uns das anschauen. Das sind zusammen schon 100 Prozent. Nun, die Immunglobuline der Gruppe E. Die sind es, die uns bei Allergien ganz besonders viel Ärger machen. Wenn Sie keine Allergie haben, und das wünsche ich Ihnen, dann sind Sie in Ihrem, wie übrigens auch in meinem Körper, in einer Größenordnung von 0,002 Prozent vertreten. Diese Immunglobuline IgG, Iga, IgM, IgD. Y-förmige Greifermoleküle, so etwa sehen sie aus. Diese Immunglobuline sind dafür verantwortlich, dass bestimmte Viren, Bakterien, aber leider eben auch einige Substanzen, die uns gar nichts schaden, wie zum Beispiel Birkenpollen oder Pappelsamen, vom Organismus immer wieder erkannt werden. Und sobald diese Substanzen die wir dann gleich Antigene nennen werden, und diese Substanzen, sobald sie in den Körper hineingelangen, vernichten, bekämpfen, angreifen werden und dafür sorgen, dass sie in unserem Körper keine Chance kriegen, irgendeinen Schaden anzurichten. Die Niere als hormonproduzierendes Organ das ist nicht jedem von Anfang an ersichtlich. Wie heißt die Niere auf Latein? Ren. Und wie heißt das Hormon Renin? Das ist nicht das einzige Hormon, aber das ist das erste Hormon, das ich Ihnen vorstellen möchte. Das Renin ist ein Bestandteil des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus, RAA. Mechanismus, vielleicht besser bekannt unter dem Namen Goldblattmechanismus. Das Renin ist ein wichtiger Faktor bei der Regulation der Nierendurchblutung. Die Nierendurchblutung wird konstant bei 25 Prozent des Herzzeitvolumens gehalten. Diese beiden kleinen Organchen werden von einem Viertel des gesamten Blutes durchblutet, das mit jedem Herzschlag aus dem Herzen austritt. Und das ist natürlich massiv. Nur die Niere täte so etwas nicht, wenn das nicht notwendig wäre. Und wenn die Nierendurchblutung runtergefahren wird, und das bedeutet, wenn die Filtration des Blutes in der Niere reduziert wird, dann ruft das Renin Alarm. Das ist das erste Hormon. Und das zweite hat einen traurigen Namen unter dem Kürzel Epo bekommen. Epo, fällt Ihnen dazu was ein? Doping? Das ist ein Dopinghormon. Auf ausgesprochen, auf Deutsch Erythropoetin ist das ein Hormon, das das Knochenmark zur Produktion der roten Blutkörperchen anregt. Man kennt das Epo als Dopingmittel bei Sportlern, die im Ausdauersport aktiv sind, sagen wir mal. Tour de France-Teilnehmer, Marathonläufer oder ähnliche Sportler, bei denen es über lange Zeit darauf ankommt, dass sie eine optimale Sauerstofftransportmöglichkeit im Blut vorliegen haben. Das ist das EPO und das Renin. Von der Hierarchie sieht es so aus, die Aorta und die Arterien verteilen das Blut an die peripheren Organe. Wobei der Organbegriff für einen medizinisch Unkundigen ein bisschen überraschend sein mag. Dieser Organbegriff enthält zum Beispiel auch, nur um ein kleines Beispiel zu nehmen, ein Organ wie das Perikard, also den Herzbeutel. Wir haben hier also die großen Schlagadern, die das Blut an die Peripherie verteilen. Dann haben wir als nächstes die Ebene der Arteriolen. Die Arteriolen äh, machen 50 Prozent des totalen peripheren Gefäßwiderstandes aus. Die Arteriolen verteilen das Blut und zwar in den Organen selbst. Für die meisten nicht ganz so großen Organe gilt, sie haben eine Arterie, also zum Beispiel die Arteria renalis oder die Arteria hepatica. Diese Arterien ziehen in das Organ ein und dann verteilen sich die Gefäße. Das ist so ein Grundbauprinzip. Dann kommt als nächstes die Generation der Kapillaren. Die Kapillaren gewährleisten den Stoffaustausch oder auch Flüssigkeitsaustausch. Die Kapillaren haben insgesamt die größte Zahl unter allen Gefäßen, die mit Abstand größte Zahl. Das Verhältnis zwischen Kapillaren und Arteriolen liegt bei ungefähr 1 zu 5 bis 10.000. Sie haben den größten Gesamtquerschnitt. Wenn man sämtliche Kapillaren aus dem Körper herausziehen würde, würde man feststellen, dass die einen Querschnitt haben von mehreren tausend Quadratzentimetern. Die Kapillaren haben die größte Gesamtoberfläche. Wenn wir sie alle aufschneiden würden, und aufgeschnitten nebeneinander legten, stellten wir fest, dass wir mit der Gesamtheit aller Kapillaren mehrere Fußballfelder auslegen können. Und in diesem Bereich sind die Kapillaren top, an der Spitze der größte Wert und dann die Strömungsgeschwindigkeit. Die Strömungsgeschwindigkeit ist in den Kapillaren am niedrigsten. Während das Blut in den Aorten, in der Aorta und in den Arterien noch zwischen 30, 10 und 30 Zentimetern pro Sekunde fließt, ja, fließt das Blut in den Kapillaren nur noch zwischen 0,5 und 1 Millimeter pro Sekunde. Also insgesamt sehr langsam. Diese Faktoren machen aus, dass die Kapillaren optimal geeignet sind, um den Stoffaustausch zu gewährleisten. Dieser Stoffaustausch funktioniert typischerweise folgendermaßen, und zwar aus, dem, aus den Kapillaren tritt Flüssigkeit in die Peripherie und damit ins Gewebe aus, und die Flüssigkeit, die hier austritt, das ist das Wasser aus dem Plasma. Aber es tritt eben nicht H2O, das heißt reines Wasser aus, sondern das Wasser trägt alle möglichen Nährstoffe mit sich. Elektrolyte, Mineralstoffe, Vitamine, Min äh, äh, Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette. Und das sind die Nährstoffe, die an die Zellen herantransportiert werden müssen. Auch Sauerstoff wird bei diesem Stoffaustausch äh, weitergereicht. Und das geschieht im Bereich der Kapillaren. Jede Zelle, die Stoff wechselt, braucht für ihren Stoffwechsel Nährstoffe und die Versorgung erfolgt über die Kapillaren. Und die Venen, der gesamte venöse Schenkel, die Venen sammeln das Blut dann wieder ein. Ich möchte in diesem Zusammenhang und an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, was der Unterschied zwischen Venen und Arterien ist. Das haben Sie allerdings auch schon in unserem Kapitel über das Thema Herz-Kreislauf-Anatomie gelernt. Die Venen transportieren Blut zum Herzen hin und Arterien transportieren Blut vom Herzen weg. Was manchmal missverstanden wird, es gibt Menschen, die sagen, Arterien enthalten sauerstoffreiches Blut. Das ist nicht der Fall. Der Sauerstoffgehalt des Blutes entscheidet nicht darüber, ob ein Gefäß Arterie oder Vene genannt wird, sondern die Relation oder das Verhältnis zum Herzen. Arterien transportieren weg, Venen transportieren hin. Hier geht es daraus hervor. Schauen wir uns jetzt einige Krankheiten an, die durch die jeweiligen Enzyme bezeichnet werden können. Bei den Knochenkrankheiten bei denen eine AP-Erhöhung vorliegt, also eine Erhöhung der alkalischen Phosphatase, könnten wir an Krankheiten denken, wie zum Beispiel den Morbus Paget. Sie erinnern sich vielleicht, Liebling, mein Hut wird zu klein. Dann Krankheiten wie die Rachitis oder Osteomalazie. Bei der Leberspezifizierung. Hätten wir den Hinweis zum Beispiel auf eine akute Virushepatitis oder eine chronische Hepatitis? Hierbei haben wir leicht erhöhte Werte. Und die Gallenblasenerkrankungen, die mit einer AP-Erhöhung einhergehen können, wären zum Beispiel die häufigste, die Cholestase. Das ist der Stillstand der Gallensekretion. Oder auch die Biliäre Zirrhose. Es ist ein Krankheitsbild, bei dem ein, Gallenwegs, ein Gallensekretionsstillstand vorliegt. Die Gallenflüssigkeit staut sich zurück in die Leber und durch diese Rückstauung kommt es zu einer Leberzirrhose. Hier hätten wir zum Beispiel auch Verschlusskrankheiten. Bei der Gamma-GT liegen mit großer Wahrscheinlichkeit sogenannte hepatobiliäre Erkrankungen vor. Erkrankungen der Leber- und des Gallenwegsystems. Das heißt also hier Krankheiten wie Tumoren, Metastasen, Chemikalien. Die Gamma-GT ist zum Beispiel erhöht bei einer Vergiftung mit dem Knollenblätterpilz. Wer sich mit dem Knollenblätterpilz vergiftet, kann daran sterben, und zwar durch ein Versagen der Leber. Aber wie bereits bei der Einführung gesagt, die wichtigste Bezugsgröße für die Gamma-GT ist die Alkoholerhöhung. Wenn Sie einen Patienten haben, der mit einer roten Nasenspitze darauf hinweist, dass eine Gastritis vorliegt und er hat eine erhöhte Gamma-GT, ein Gamma-GT-Wert, der bei 45, 50 Units oder ähnlich liegt. Und er sagt nein, also Alkohol trinkt er nicht. Dann müssen Sie sich fragen, ob dieser Patient vielleicht die Wahrheit sagt. GOT und GPT, die beiden Lebertransaminasen, müssen immer im Vergleich gesehen werden. Wir können hier unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Icterus. Prä-, intra- und posthepatischem Ektorus zum Beispiel eine Hepatitis kann hier angezeigt werden, eine akute und eine chronische Virushepatitis, eine Cholestase, auch hier wieder der geilen Stillstand, wobei uns natürlich eine weitere Information von der alkalischen Phosphatase gegeben wird. Dann, was die Herzkrankheiten angeht, Herzinfarkt und Myokarditis. Die Herzmuskelentzündung. Wir sind hier auch im muskulären Bereich. Und auch Muskelerkrankungen, wie zum Beispiel Muskeldystrophien, gehen mit einer GOT- und GPT-Erhöhung einher. Dabei, wie gesagt, haben wir dann den Verweis zum Beispiel zur CKMM. Ja, also das muskelspezifische Enzym. Bei der LDH können wir denken an Krankheiten wie zum Beispiel. Anämien, zum Beispiel hämolytische Anämien, dann perniziöse Anämie, aber auch der Herzinfarkt geht mit einer LDH-Erhöhung einher, Rechtsherzinsuffizienz. Ich kann Ihnen sagen, anhand des Enzymmusters, bei dem GOT, GPT, LDH1 und CKMB bestimmt werden, ist es sogar möglich, zu sagen, nicht nur wie groß das Infarktgebiet am Herzen ist, sondern auch, wann ungefähr der Infarkt stattgefunden hat. Weil sich das Muster permanent verändert und für jeden zeitlichen Abstand zum Infarkt geschehen gibt es ein spezifisches Muster. Das heißt also, man kann den Infarktzeitpunkt bis auf wenige Stunden eingrenzen. Und dann bei der LDH. Auch hier Lebererkrankungen wie zum Beispiel Lösungsmittelvergiftungen, Pilzvergiftungen, auch die gehen mit einer LDH-Erhöhung einher. Schließlich Muskelerkrankungen, die durch eine CKMM dargestellt werden, sind Erkrankungen wie das muskuläre Polytrauma. Ein Mensch, der einen Unfall hatte und zum Beispiel sich mehrere Muskeln geprellt, vielleicht sogar gerissen oder gestoßen hat, schwere, große Blutergüsse aufweist, dann haben wir eine CKMM-Erhöhung. Auch hier haben wir einen quantitativen Parameter. Die CKMB ist ein wichtiger Indikator für den Verlauf der, des Herzinfarktgeschehens und Schlaganfälle. Und Niereninsuffizienzen, sowohl als auch Erkrankungen der glatten Muskulatur des Magen-Darm-Trakts, diese Erkrankungen wie zum Beispiel Dystrophien oder auch die Veränderung der Muskulatur bei Kollagenosen, diese Erkrankungen werden durch eine Erhöhung der CKBB angezeigt. wenden wir uns dem Thoraxschmerz zu. Der Thoraxschmerz, der Schmerz im Brustkorb ist auf jeden Fall und immer gegen einen Notfall abzugrenzen, nämlich die Frage, liegt ein Herzinfarkt vor? Es gibt also fünf primäre Differentialdiagnosen und das sind: das akute Koronarsyndrom, Angina Pectoris und der Herzinfarkt. Die Lungenembolie, das Eindringen von Fremdkörpern in die Gefäße der Lunge, der Pneumothorax, das ist die Luft im Pleuraspalt, die Aortendissektion, das Abreißen der Aorta von ihrer Wurzel oder mittendrin und die Ösophagusruptur, das Reißen des Ösophagus, beispielsweise bei einer Reanimation oder bei einem Notfall, bei dem der Patient irgendetwas Festes verschluckt hat. Der Thoraxschmerz kann über diese primären Differentialdiagnosen hinaus natürlich vielfältige, unterschiedliche Ursachen haben. Und zunächst einmal schauen wir uns mögliche traumatische Ursachen an. Traumatische Ursachen wären zum Beispiel Rippenfrakturen oder Rippenprellungen, der Sportunfall oder etwas Ähnliches, was uns der Patient allerdings natürlich leicht aus seiner Anamnese heraus berichten kann. Dann haben wir möglicherweise pulmonale Ursachen für den Thoraxschmerz. Das wäre der Pneumothorax. Plötzlich treten meistens einseitig atemabhängige Schmerzen auf. Und diese atemabhängigen Schmerzen sind mit der Dyspnö verbunden, die zeigt, dass, die Lungen, dass das Lungenvolumen reduziert ist und dass der Patient nicht mehr eine ausreichende Sauerstoffsättigung hinbekommt. Dann haben wir die Lungenarterienembolie als mögliche Ursache. Bei der Lungenarterienembolie liegt nicht nur der Thoraxschmerz vor, sondern neben der Dyspnö auch noch die Zyanose. Der Patient läuft blau an. Schließlich kann ein Lungeninfarkt gegeben sein. Bedenken Sie bitte, typischerweise assoziiert man mit dem Infarkt den Begriff Herz. Aber es gibt natürlich auch Herzinfarkte, periphere Infarkte, Hirninfarkte, mesenterialinfarkte, Lungeninfarkte, Niereninfarkte. Jedes Organ, das von seiner arteriellen Versorgung abgeschnitten ist, wird infarzieren. Schließlich Pneumonien. Pneumonien tun nicht nur darüber, wie dass der Patient heftigst hustet, sondern auch darüber, dass die Lunge selber entzündet ist und im Pleurabereich schmerzempfindlich. Der schmerzempfindliche Anteil der Pleura, das ist die Pleura parietales, nicht die Pleura viscerales, also das Rippenfell, nicht das Lungenfell. Insofern kann eine Pneumonie auch schmerzfrei und nur mit Erschöpfung und schwerem Krankheitsgefühl verbunden sein, aber nicht durch Schmerzen gekennzeichnet sein. Wenn Schmerzen auftreten, dann liegt eine Pleuritis vor. Und eine Pleuritis ist durchaus ein Begleitsymptom einer Pneumonie. Und besonders schmerzhaft ist bei der Pleuritis die Pleuritis sicca, die trockene Pleuritis. Dabei weist der Patient atemabhängige Schmerzen auf, die dazu führen, dass er sich um die erkrankte Seite herumbeugt weil er die Bewegung dort vermeiden will und die gesunde Seite sozusagen aufmacht, das ist ein typisches Zeichen für die Pleuritis. Achten Sie bitte bei der Pleuritis darauf, dass der Auskultationsbefund das sogenannte Leder- oder Sattelknarren ergibt. Tumoren sind als Ursache ebenfalls möglich dann kommen wir zu den koronaren bzw. kardialen Ursachen von Thoraxschmerz. Da haben wir zunächst einmal natürlich die Angina Pectoris. Denken Sie bitte daran, dass ein Angina Pectoris Anfall nicht zwangsläufig in einen Herzinfarkt mündet, aber in diesen Herzinfarkt übergehen kann. Ein Angina Pectoris Anfall ist verursacht durch eine Coronarkonstriktion, durch eine Coronarverlegung. Und dieser Angina Pectoris-Anfall ist von seinen Schmerzen her von einem Infarkt nicht zu unterscheiden. Der Patient hat den retrosternalen Druck, den retrosternalen Schmerz bis hin zum Vernichtungsschmerz mit dem Gefühl, es geht zu Ende. Die Myokarditis und Perikarditis, das ist die Herzmuskel- und die Herzbeutelentzündung, ist natürlich ebenfalls mit Thoraxschmerzen verbunden. Dabei haben wir als besondere Kennzeichen, labordiagnostisch eruierbar, die Entzündungszeichen. Und es kann hier eine röntgenologische bzw. bildgebende Darstellung als besonderes Erkennungszeichen herangezogen werden. Dann haben wir die pulmonale Hypertonie. Das ist der Bluthochdruck in der Lunge. Eine pulmonale Hypertonie ist zurückzuführen auf eine Herzinsuffizienz. Der Lungenhochdruck äh, wird verursacht durch eine Stauung vor dem linken Herzen in die Lunge hinein. Der Blutdruck in der Lunge selber steigt. Wir haben im Kapillären Bereich der Atemwege einen Blutdruck von konstant 7 mm Quecksilbersäule. 7 mm Quecksilbersäule. Die Lunge besitzt eigene Mechanismen, um diesen Blutdruck konstant zu halten, damit die Sauerstoffversorgung und die Kohlendioxidentsorgung funktioniert. Wenn der Bluthochdruck in der Lunge auftritt, dann bedeutet das, dass früher oder später die Patienten die verschiedensten Dyspnoe-Symptome bis hin zur Zyanose entwickeln. Wie ziehen? Überlegen Sie, Vizien sind Herzarchitekturfehler. Die bekannten Vizien sind die Herzklappenfehler. Vor allen Dingen die Mitral- und Aortenklappe sind betroffen, aber es gibt auch zum Beispiel Schandbildungen zwischen dem Vorhof und dem Septum, den Ventrikel- und den Atrienseptumdefekt oder den Ductus arteriosus botali apertus. Hierbei können durch Herzvergrößerung, Herzmuskelreizung ebenfalls Schmerzen auftreten. Und schließlich kann, aber das ist eine Seltenheit, die Herzinsuffizienz auch Thoraxschmerzen verursachen. Erst in einem späteren Stadium tut sie dies regelmäßig. Wenn die Herzinsuffizienz in die Dekompensation übergeht, wenn der Patient also so atmet, als müsste er mit einem Strohhalm durch Wasser durchbluppern, dann wird er auch Thoraxschmerzen entwickeln. Dann ist er allerdings auch schon in einem terminalen Zustand. Kommen wir. Zu gastroösophagealen Ursachen für den Thoraxschmerz. Der Magen und der Ösophagus können Verursacher sein. Hier haben wir besonders die Refluxösophagitis: das ist das Sodbrennen. Wir haben bereits an anderer Stelle darüber gesprochen und ich muss sagen, ein ösophagialer Reflux muss nicht notwendig in das subjektiv wahrgenommene Phänomen des Sodbrennens übergehen. Es kann sein, dass ein Mensch eine, einen ösophagialen Reflux schon aufweist. Aber dieser Reflux muss nicht unbedingt bis zum Rachen aufsteigen, sodass also der Mensch nicht unbedingt merken muss, dass ein ösophagialer Reflux vorliegt. So kann es also sein, dass ein Mensch quasi einen ösophagialen Reflux hat und denkt, es ist das Herz. Weil in dieser Region der Ösophagus und das Herz liegen so nah beieinander, dass der Ösophagus zur Sonographie, zur Ultraschalluntersuchung des Herzens herangezogen werden kann. Dann... Ulcera, also Geschwürsbildungen im Oberbauch, das Ulcus ventriculi oder das Ulcus duodeni können nach oben hin ausstrahlen. Das ist zwar nicht typisch, aber möglich ist es. Wir wissen sowieso nur, wohin die meisten Organbeschwerden meistens ausstrahlen, aber nicht immer. Das heißt also, es kann ganz untypische Ausstrahlungsmodalitäten geben. Gallenwegs- und Gallengangsentzündungen, die Cholezystitis, Chol, Cholelithiasis, Cholangitis, aber auch Gallenkoliken sind mögliche Auslöser von krampfartigen Schmerzen, die als Projektion im Thorax auftreten können. Besonders dramatisch ist der Schmerz bei der Pankreatitis. Der typische Pankreasschmerz verläuft durch den Oberbauch, aber auch hier wieder gibt es Ausstrahlungen, die für den Patienten irritierend und für den Diagnostiker irreführend sind. Schließlich können wir uns eine neurologische Ursache anschauen. Die, der Thoraxschmerz kann von der Wirbelsäule her stammen, natürlich, also, das ist naheliegend eigentlich. Und ähm, immerhin. Es ist möglich, dass die Brustwirbelsäule Fehlpositionen aufweist, Skoliosen, Kyphosen, Lordosen oder Ähnliches. Strahlen nicht nur von der Lendenwirbelsäule über den gesamten Thorax bis in den Hals, sondern auch in umgekehrter Reihenfolge geht das. Und schließlich kann auch eine Radikulitis vorliegen. Radix ist die Wurzel. Es ist hier gemeint die Wurzel der peripheren des peripheren Nervensystems. Also Entzündungen oder Infektionen beispielsweise mit Herpesviren, die sich auf die Spinal Ganglien erstrecken. Und damit stellt sich die Frage, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, wie können wir sie unterscheiden? Die Diagnostik wird typischerweise wieder durch die Anamnese begonnen. Welche Art von Schmerzen haben Sie? Wie ist die Art? Wie ist der Verlauf der Beschwerden? Gibt es eine bestimmte Schmerzcharakteristik? Achten Sie zum Beispiel darauf, ob der Patient von kolikartigen Schmerzen berichtet. Das wird er aber auch erkennen. Fragen Sie nach den Ausstrahlungen. Fragen Sie aber auch nach kardialen oder pulmonalen Vorbelastungen. Vielleicht ist auch schon aus der Krankheitsgeschichte bekannt, dass der Patient Sodbrennen hatte oder hat. Fragen Sie nach Operationen und fragen Sie nach Medikamenten und danach, weshalb der Patient diese Medikamente einnimmt. Bei der körperlichen Untersuchung ist zu berücksichtigen, dass wie üblich die Notfalladaption durchgeführt wird, also liegt ein Herzinfarkt vor, das wäre die schlimmste aller möglichen Diagnosen. Und dann gibt es die weiterführende Diagnostik über die bildgebenden Verfahren über das Röntgen, Computertomographie, die Laboruntersuchungen und weitere tiefergehende Untersuchungen von Blut und, und Haaren. Hierbei haben wir die typischen Laborwertveränderungen, die Ihnen allerdings aus der Labormedizin bekannt sein müssen. Beachten Sie bitte, dass die Frage die nach Beschwerden im Unterbauch war. Und im Unterbauch haben wir eine ganze Reihe von Organen, die die Beschwerden verursachen können und eben nicht nur die weiblichen Geschlechtsorgane. Die Untersuchung des Unterbauchs muss sich natürlich auf alle Organe beziehen, die wir hier finden. Da haben wir zunächst einmal die möglichen gynäkologischen Erkrankungen und das könnten sein die Ovarien. Ovarialzysten könnten zum Beispiel akute Beschwerden verursachen oder eine Ovarialzystenruptur. Zysten, auf Deutsch Blasen, sind flüssigkeitsgefüllt und Zysten können zum Teil ganz erstaunliche Größen erreichen. Wenn eine solche Zyste allerdings reißt, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Patientin einen akuten Unterbauchschmerz aufweist. Tumoren im Unterbauch können die Ursache sein für Beschwerden. Dann können Eileiterentzündungen oder Salpingsentzündungen eine Ursache für Unterbauchbeschwerden sein, Eileiterschwangerschaften und hier haben wir dieses große Gebiet der sogenannten extra -Uterin. Extra außerhalb, Uterin der Gebärmutter und dann Gravidität, die Schwangerschaft, die aus, außerhalb der Gebärmutter ablaufende Schwangerschaft. Das kann sein die eileiter es kann sogar die Bauchhöhlenschwangerschaft sein, denn eine Sache ist mal anatomisch erstaunlich: Die Eileiter münden offen im sogenannten Douglasraum, münden offen im Unterbauch und die Eizelle kann beim Eisprung. So albern das klingen mag, daneben springen. Es ist auch möglich, dass die befruchtete Eizelle in die offene Bauchhöhle zurückrollt, im Grunde muss man schon sagen, denn sie hat ja keine eigenständige Fortbewegungsmöglichkeit oder dass es zu einer Schwangerschaft kommt im Eileiter. Damit haben wir die wichtigsten gynäkologischen Ursachen für Unterbauchbeschwerden erwähnt: Eileiter. Eierstöcke, außerhalb der Gebärmutter ablaufende Schwangerschaften. Und dann schauen wir uns die Möglichkeiten für Unterbauchbeschwerden aus dem nicht-gynäkologischen Bereich an. Da müssen wir zum Beispiel denken an Erkrankungen der Nieren und der ableitenden Harnwege. auch diese organe können unterbauchbeschwerden verursachen und wir wissen es aus der urologie gerade frauen sind gegen harnwegsinfektionen besonders empfindlich es gibt eine urologische aussage die lautet 50 aller frauen über 25 jahren hatten schon mal irgendetwas an den harnwegen das wäre die ureteritis die zystitis die Urethritis, die das heißt also von unten nach oben die Harnröhrenentzündung, die Entzündung der Harnblase, die Harnleiterentzündung und die Entzündung des Nierenbeckens. Übergehend auf die Niere, die Nephritis kann hier resultieren. Dann kann sein die Ursache für Unterbauchbeschwerden eine Appendizitis, die Entzündung des Appendix. Appendix vermiformis, im Volksmund genannt der Blinddarm, ist es aber nicht, es ist der Wurmfortsatz. Es kann eine Ursache sein, die Divertikulitis, das ist die Entzündung von Divertikeln, das sind Aussackungen des Dickdarms und zwar tritt eine Divertikulitis meistens auf im Colon Descendens, auf der linken Seite und im Sigmoid, das was sich S-förmig nach hinten und zur Mitte des Beckens wölbt. Darüber hinaus als medizinischer Notfall eine Peritonitis. Auch die kann sich zunächst einmal im Unterbauch zeigen und der Darmverschluss. Und zwei mögliche weitere Ursachen für Unterbauchbeschwerden sind noch die Entzündung des Dünndarms und die Entzündung des Dickdarms, Enteritis und Colitis. Und bei der Enteritis und Colitis müssen wir immer denken an den Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa. In der Einleitung unseres Filmes haben Sie gesehen, wie eine hochschwangere Frau plötzlich an der Fußgängerampel ohnmächtig wurde. Was ist zu tun? Ein Notfall, der bei einer hochschwangeren Frau am häufigsten vor allen Dingen beim Stehen, deshalb die Situation an der Ampel, zu erwarten ist, ist das sogenannte Vena-Cava-Syndrom. Der Bauch steht weit vor, das Kind drückt im Bauchraum herum, drückt hinten vor der Wirbelsäule auf die Vena cava inferior, die das Blut von den Beinen zum Herzen zurücktransportiert. Und das Ergebnis ist, dass die Vena cava komprimiert wird und das Blut am Herzen fehlt. Mit dem Ergebnis, dass die Mutter darüber sozusagen ohnmächtig wird. Was hier zu tun ist, ist relativ einfach. Sorgen Sie natürlich dafür, dass die Schwangere nicht einfach zu Boden kracht, sondern legen Sie sie hin und bringen Sie sie in die stabile Seitenlage, okay, soweit, aber hier ist es wichtig, möglichst auf die linke Seite legen, weil die Vena Cava sich auf der rechten Seite des Körpers befindet. Das heißt ein kleines bisschen weiter rechts lateral im Körper. Stabile Seitenlage mit der linken Seite nach unten. Nach der Disco-Regel schaue ich mir die Patientin zunächst einmal an, das heißt also ansehen, ansprechen, anfassen in dieser Reihenfolge und stelle fest, Haltungsanomalien sind so nicht zu sehen. Die Patientin atmet auf den ersten Blick normal, das heißt, ich sehe eine ganz leichte Bewegung des Atmens und die ist symmetrisch. Das heißt also, auch die Atmung scheint auf den ersten Blick frei zu sein und dann schaue ich mir bei der Gelegenheit auch noch mal die Hautfärbung an ich sehe was man allerdings auch erst später sehen würde, keine Zyanose um die Lippen. Dann möchte ich gerne noch mal die Hände anschauen. Die Haut ist normal gefärbt, etwas sonnengebräunt, aber die Fingernägel sind rosig. Das heißt also, sie sind gut durchblutet. Zyanosen sind hier nicht zu erkennen. Die Lunula des Mönchen, ist frei und erwartet rosig. Dankeschön. Dann Schaue ich mir bei Ihnen noch einmal die Bewegung des Thorax an beim Atmen. Das mache ich auch von der Seite. Das heißt also, ich schaue darauf, ob die Atmung hier frei zu erkennen ist. Dann möchte ich Sie bitten, einmal ruhig etwas tiefer einzuatmen. Ja. Auch die Schultern heben sich gleichmäßig verursacht diese Atmung Schmerzen? Nein. Das heißt also, wir haben hier eine vollständig freie Bewegung. Das werde ich mir erst einmal notieren. Dann schaue ich mir die Patientin bei der Atmung von hinten an. Und sehe erst einmal in dieser Grundhaltung, in dieser sogenannten Normal Nullhaltung, dass die Patientin sich auch von hinten betrachtet aufrecht und gerade hält und dass die Atmung und die Atembewegung auch aus der Rückenperspektive symmetrisch ist, dass sich also auch von hier keine Anomalien erkennen lassen. Krankheitserreger haben in Bezug auf ihre Infektionsfähigkeit, also die Fähigkeit, eine, aus einer Infektion auch eine Infektionskrankheit zu machen, verschiedene Eigenschaften. Da haben wir die Infektiosität, die Fähigkeit, nicht nur einen Wirt zu besiedeln, sondern sich auch weiter auszubreiten. Die Fähigkeit eines Erregers, eine Infektion hervorzurufen, die liegt bei den Masern bei nahezu 100 Prozent. Wer mit Masernviren in Kontakt kommt, erkrankt an den Masernviren. Und die liegt zum Beispiel bei der Tollwut bei 25 Prozent. Das heißt, 25 Prozent von den Menschen, die mit dem Tollwutvirus in Kontakt kommen, die erkranken auch daran. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch, dass die Tollwut anders weitergeht, nämlich 100 Prozent von denen, die erkranken, sterben auch daran. Wir haben eine Virusinfektion, da kann man antibiotisch auch gar nichts machen. Also, da haben wir die Infektiosität. Dann haben wir die Pathogenität, nämlich die Fähigkeit, krank zu machen. Warum haben einige Viren oder Bakterien eine so hohe Pathogenität und andere eine so niedrige Pathogenität? Eine so niedrige Fähigkeit, krank zu machen. Ja, ich verstehe zwar Ihre Frage, aber ich habe sie auch selber gestellt. Aber ich hatte vorhin bereits gesagt, bei Infektionskrankheiten ist die Frage, warum, nicht berechtigt. Wir können nur konstatieren, es ist so. Aber warum das so ist, nehmen wir ein noch krasseres Beispiel, weil ich hatte ja eben erwähnt, Masern und Tollwut. Nun können Sie mal beim RKI, beim Robert Koch Institut nachfragen, wie viele... Meldefälle von Tollwut hatten wir in den letzten fünf Jahren. Da wird man Ihnen sagen null. Deutschland gilt oder galt bis vor kurzem. Ich glaube, es hat einen Fall gegeben. Bin, mich, bin mir aber nicht sicher. Gilt als Tollwutfrei. Aber von einer Krankheit sind wir definitiv nicht frei, nämlich von AIDS. Nun wieder im Vergleich Masern und AIDS. Es gilt nach wie vor, wer mit dem Masernvirus ungeimpft und unerkrankt in Kontakt kommt, erkrankt an den Masern. Mit Aids ist das anders. Es kann tatsächlich ein Mensch mit dem HI-Virus, mit dem Human-Immundefizienz-Virus in Kontakt kommen und nicht erkranken. Dieses Virus hält sich auf in Körperflüssigkeiten. Aber es ist zur Übertragung auf den nächsten Wirt, angewiesen darauf, dass die Schranke Schleimhaut eine Barrierenunterbrechung aufweist. Das heißt, Schleimhautverletzungen oder Schleimhautinfektionen begünstigen das Übertreten des HIV-Virus. Ansonsten ist, verstehen Sie es bitte nicht falsch, das ist keine Einladung, aber es ist möglich, einen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit HIV positiven Menschen zu haben, ohne dass wir befürchten müssen, jetzt infiziert zu sein. Das ist bitte, also ich würde im Leben nicht zu grobem Leichtsinn aufrufen, nur der ungeschützte Kontakt mit Maserninfizierten, der wird zu einer Maserninfektion führen. Der ungeschützte Kontakt mit HIV-Positiven führt nicht automatisch dazu, dass der nächste Wirt HIV-positiv wird. Denn die Pathogenität, die Fähigkeit krank zu machen, ist beim HIV-Virus dramatisch schlechter als beim Masernvirus. Wovon hängt das ab? Es hängt davon ab, ob zum Beispiel bei der Infektion eine Schleimhautverletzung vorliegt oder nicht, bei Bakterien davon, ob die Bakterien genügend Enzyme haben, wie zum Beispiel die Hyaluronidase, denn dieses Enzym, das Hyaluronsäure auflöst, löst den Zellpit auf. Das heißt, die Zellwand wird plötzlich durchlässig und sozusagen schwammig und dann können die Bakterien rein. Oder ob die Erreger zum Beispiel Toxine haben, die hochwirksam sind oder solche, die nur, naja, so ein bisschen vor sich hin aber nicht so die richtige Wirksamkeit haben. Das ist die Eigenschaft der Pathogenität. Und dann die dritte Eigenschaft von Erregern, nämlich die Virulenz. Und auch hier haben wir wieder die Masern sehr deutlich im Vordergrund stehen, weil die Maserninfektion das ist eine Infektion, die übrigens nicht nur, wie man annehmen sollte, für die Kinder von Bedeutung ist, sondern auch für Erwachsene ist eine gefährliche Infektionskrankheit bei Erwachsenen und die Komplikationen zeigen sich häufiger bei Kleinstkindern und Erwachsenen. Die Virulenz ist die Fähigkeit, sich zu vermehren. Es reicht ja nicht nur, einen Wirt zu überfallen und dann zu sagen, so hier sind wir und hier bleiben wir, sondern das Virus zum Beispiel muss sich auch vermehren. Und das beschreibt die Virulenz sozusagen, die Giftigkeit, mit der eine Infektionskrankheit vorgeht trifft sie auf dem Wirt fangen, die wie wild und wie aufgezogen an sich zu vermehren. Und dann ist schon der nächste Wirt dran. Und ich erinnere mich gehört zu haben, dass tatsächlich mal mit Kindern Masernpartys gefeiert wurden., ja? dass die Mama sagte: ja, ich habe jetzt gerade drei Wochen Ferien und Masern sind ja sowieso dran. Also tun wir mal alle Kinder zusammen. Äh, wenn, wenn da eines Masern hat, dann infizieren sich die anderen und wir können es durchmachen, ohne dass ich jetzt unbedingt von meiner Arbeit frei nehmen muss. Das war recht zuverlässig und das bedeutet, dass dieses hochvirulente Virus sich tatsächlich dann auch ausgebreitet hat. Die Morbidität beschreibt die Erkrankungshäufigkeit. Das heißt, wie viele Menschen von 100.000 werden in einem Jahr an einer Erkrankung Erkranken. Klingt ein bisschen wüst, ne? Also sagen wir es auf, aufs Lebenspraktisch übersetzt: heißt das, wir wollen wissen, wie viele Menschen erkranken in einem Jahr in einer Stadt wie Hildesheim, liegt bei mir in der, in der Gegend, ich komme aus Hannover, wie viele Menschen erkranken in einem Jahr in Hildesheim an Schnupfen, zum Beispiel. Wie viele werden morbide, also krank? Wie viele Menschen kriegen in einer Stadt wie Hildesheim mit 100.000 Einwohnern in einem Jahr einen Schnupfen? Es gibt die Morbidität für die ordinäre Rinitis, für die Tollwut, null, für Pocken, null, für Masern, lange Zeit sehr niedrig, jetzt wieder hoch. In einer Stadt wie Hildesheim Grippe, an Hepatitis und so weiter. Das heißt, die Erkrankungshäufigkeit beschäftigt sich mit der Frage, wie viele unter Hunderttausenden in einem Jahr an einer Erkrankung krank werden. Dann haben wir die Mortalität. Das ist die Sterbehäufigkeit. Antwort auf die Frage, wie viele Menschen sterben in einem Jahr an dieser einen Erkrankung. An welcher? Naja, das muss von Fall zu Fall geklärt werden. Wie viele Menschen sterben in einer Stadt wie Hildesheim? Die Bezugsgröße ist sehr häufig die 100.000. Sterben in einem Jahr in einer Stadt wie Hildesheim an einem Herzinfarkt? Wie viele an einem Schlaganfall? Wie viele an Krebs? Wie viele an Nierenversagen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt also, sowohl die Morbidität als auch die Mortalität beziehen sich jeweils auf eine Bevölkerungsgröße von 100.000. Man kann das variieren. Wie viele äh, von 100.000 Frauen erkranken am Jahr, im Jahr an einer Adnexitis, weil Männer daran ja nicht erkranken können? Also an einer Eileiterentzündung. Aber man, dann muss man es auch dazu sagen, worauf beziehe ich das jetzt? Wenn ich einfach nur von der Morbidität oder Mortalität spreche, dann meine ich eine beliebige Stadt mit 100.000 Menschen darin, ähm, die jetzt auf Herzinfarkte oder Masern hin untersucht werden soll. Und die Mortalität heißt, wie viele Menschen, nicht wie viele erkranken am Herzinfarkt, sondern wie viele sterben am Herzinfarkt. Wie viel, nicht wie viele Menschen erkranken an den Masern, sondern wie viele unter 100.000 sterben an den Masern. Das werden immer deutlich weniger sein und immer ein Promille. Und damit sind wir beim dritten Begriff der Letalität. Das ist die Anzahl der Toten aus der Anzahl der Erkrankten. Und wieder ins Alltägliche übersetzt heißt das, wie viele Menschen von denen, die einen Herzinfarkt kriegen, sterben auch am Herzinfarkt. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass das so passiert. Es kann ein Mensch einen Herzinfarkt haben und ihn überleben. Es gibt Menschen, die haben viele Infarkte und haben es vielleicht noch nicht einmal mitbekommen. Wie viele Menschen von denen, die Masern bekommen, sterben auch an den Masern. Wie viele Menschen, ein Promille, wie viele Menschen von denen, die Tollwut kriegen, sterben auch an der Tollwut? 100 Prozent. Es infizieren sich zwar nur, es erkranken nur 25 Prozent, aber von denen, die die Tollwut kriegen, sterben auch alle. Es gibt so ein paar 0 oder 100 oder 1% Fälle, wo es dann bekannt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist gering und Tollwut überlebt man nicht. Die Letalität also, wie viele von denen, die an einer Erkrankung erkranken, sterben auch an dieser Erkrankung. Vor einiger Zeit sitze ich in der Straßenbahn und lese meine Zeitung. Denke an nichts Böses und frage mich plötzlich, was habe ich denn da am Unterschenkel? Ich schaue nach und stellen Sie sich mein Erschrecken vor, da habe ich dort eine Zecke sitzen. Und das Verblüffendste ist, die hatte sich schon richtig vollgesogen. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass ich eine Zecke am Körper hatte. Ich bin natürlich erheblich erschrocken, weil mir die Gefahren eines Zeckenbisses bekannt waren. Kennen Sie die Risiken, die mit einem Zeckenbiss verbunden sind? Es ist die Rede von der FSME, der Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis wird durch Zecken übertragen, beziehungsweise die Erreger der FSME. Und der Erreger ist das sogenannte Enzephalitis- oder FSME-Virus. Dieses Virus breitet sich über Zecken aus und, wie der Name der Krankheit sagt, vorwiegend im Frühsommer und vor allen Dingen in süddeutschen Bereichen, in Österreich, aber auch in Skandinavien, im Balkan oder auch in Russland. Man kann fast jedes Jahr in den Apotheken Landkarten aushängen sehen, auf denen das Risiko einer FSME-Infektion prozentual angegeben ist. Die Inkubationszeit dieses Erregers liegt bei vier bis 14 Tagen. Nach dieser Inkubationszeit erkennen wir ein grippeähnliches Krankheitsbild wieder einmal. Sie sollten sich das so merken: Kopf, Gelenk und Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, Abgeschlagenheit, Krankheitsgefühl. Wenn wir geneigt sind zu sagen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, muss man sagen, das gehört nicht zwingend zur Grippe. Also Kopf-, Gelenk- und Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, Abgeschlagenheit und Krankheitsgefühl. Gripale Prodromi nennen wir das. Nach einer gewissen Zeit von 1 bis 20 Tagen kommt ein fieberfreies Intervall und dann treten die Symptome der FSME selber auf. Das können sein, einmal die Symptome einer Meningitis. In 50 Prozent der Fälle. Dann die Symptome einer Meningoencephalitis. Das sind 40 Prozent der Fälle. Hierbei gibt es eine Reihe von letalen Ausgängen. Außerdem häufig Defektheilungen, das heißt, es bleiben Narben im ZNS zurück. Oder in 10 Prozent der Fälle die Verlaufsform der Meningoencephalomyelitis. Meningoencephalomyelitis, das heißt ein Befall der Hirnhäute, des Gehirns und des Rückenmarks. Das ist immerhin mit 10 Prozent der seltenste Verlauf, aber hier haben wir in den häufigsten Fällen Defektheilungen, das heißt, die Menschen behalten Symptome möglicherweise lebenslang zurück. Die Symptome erklären sich aus der Enzephalitis, aus der Gehirnentzündung und auch für die Enzephalitis unterscheiden wir drei Verlaufsformen. Ich möchte Ihnen die kurz erläutern. Das ist zum einen der somnolent-ophtalmoplegische Verlauf. Das bedeutet, die Infizierten sind schläfrig, dösig, somnolent eben und die Augen wirken wie gelähmt, sie starren ins Nichts. Dann haben wir den choreatrischen Verlauf, wobei in der Spätphase eine Chorea minor auftritt, das heißt, diese typischen Bewegungsstörungen mit dem Ballismus und den atetotisch-wurmartigen Bewegungen. Und schließlich der chronische Verlauf einer Enzephalitis ist möglich, das heißt, der Übergang in eine Erscheinungsform, bei der man denken könnte, es ist der Morbus Parkinson. Sozusagen das Gegenstück zur Korea Minor, wo die Korea Minor eine überschießende Bewegung hat, hat der Parkinson-Patient keine Bewegungsabläufe mehr. Wo der Patient eine zu niedrige Spannung beim, bei der Korea Minor aufweist, hat er bei, der, bei Morbus Parkinson einen Hypertonus in seiner Muskulatur. Das heißt also, typisch sind die Bewegungsverarmungen. Das Masken- oder Salbengesicht und die monotone Sprache. Diese drei Verlaufsformen einer Enzephalitis kennen wir: somnolent-ophthalmoplegisch, choreatrisch oder chronisch. Und das sind Defekte, die aus einer Enzephalitis hervorgehen. Wir haben ein Krankheitsbild, das virusinduziert ist, und das bedeutet eine. Antibiotische Therapie oder ähnliche Therapie gibt es nicht. Allenfalls kann symptomatisch Cortison eingesetzt werden. Wenn wir die Zecke nicht rechtzeitig entdecken, fällt sie einfach ab. Therapien können in verschiedene Gruppen oder Kategorien eingeteilt werden. Wir haben zum Beispiel symptomatische Therapien. Das sind Therapien, bei denen wir zusehen, dass wir die Symptome beseitigen können, wenn zum Beispiel die Ursache der Krankheit nicht beseitigt werden kann. Oder wir haben eine symptomatische Therapie als eine Sonderform der sogenannten Palliativmedizin oder Palliativtherapie. Das ist eine Behandlung von Krankheiten, bei denen es tatsächlich nur noch darum geht, die Symptome unter Kontrolle zu halten bei nicht heilbaren Erkrankungen wie Krebs. Dann kriegen die Menschen Schmerzmittel, die natürlich überhaupt nichts mit dem Krebs selber zu tun hat. Aber man sagt, die sollen bitte wenigstens in Würde sterben und nicht brüllend verrecken. In diesem Falle ist eine symptomatische Therapie schon ein sehr humanistischer und humaner Ansatz. Dann haben wir die kurative Therapie. Eine kurative Therapie heißt, es wird eine Krankheit ausgeheilt und beseitigt, wenn das geht. Kurative Therapien werden meistens mit Medikamenten unterschiedlicher Herkunft durchgeführt. Wir können Medikamente auf verschiedene Art und Weise in den Körper hineinbekommen. Die Standardart und Weise ist die Einnahme von Tabletten. Wir nehmen die Tabletten oral, also per OS über den Mund ein, wenn das möglich ist. Und da fragen Sie sich vielleicht, warum muss meine diabeteskranke Tante das Insulin denn spritzen? Könnte sie das denn nicht schlucken? Antwort Nein. Es handelt sich bei dem Insulin um ein Hormon, das aus Eiweißen zusammengesetzt ist. Und wenn Sie mal zum Beispiel aus Ihrem Hühnerei etwas Eiweiß in einen Becher geben und dann ein paar Tropfen Zitronensaft draufgeben, dann werden Sie sehen, was Magensäure mit eiweißhaltigen Medikamenten anrichtet, nicht mehr zu verwenden dann können einige Medikamente als Suppositorium gegeben werden, das heißt als Zäpfchen, rektal über den Mastdarm. Und man fragt sich, warum um Gottes Willen sollte ich mir das hinten reinschieben? Die Antwort lautet, alles, was ich über den Mund in den Körper hineinbringe, muss erst durch die Leber durch, bevor es im gesamten Organismus ankommt. Und bei einigen Medikamenten möchte ich das verhindern. Ich möchte, dass dieses Medikament nicht erst durch die Leber gefiltert wird und dort vielleicht verändert wird und dann Wirksamkeit verliert, sodass ich also sage, die andere Möglichkeit, etwas reinzubekommen, ist das Suppositorium oder Zäpfchen. Dann gibt es Infusionen. Ich nehme zum Beispiel Kochsalzlösung oder Ringerlaktatlösung und gebe ein Medikament dazu und das lasse ich über eine Vene in den Körper hineintropfen. Eine solche Infusion kann lange oder kurz dauern. Für die meisten Menschen ist das dann schon ein bisschen dramatischer. Sie sagen, ich habe dann am Tropf gehangen. Naja, ich hoffe mal nicht. Ja. Aber es wird ein venöser Zugang gelegt und dann wird eine Dauertropfinfusion angebracht. Dann gibt es die Transfusionen. Es wird zum Beispiel Bluttransfundiert oder Blutstammzellen, auch die werden intravenös verabreicht. Und dann das große Gebiet der Injektionen, des Hineinspritzens, die nicht orale Applikation, also die orale Anbringung eines Medikaments, sondern die parenterale Applikation. Par- Daneben dran vorbei und enterum am Darm vorbei. Ach du meine Güte, wir, Sie glauben gar nicht, was der Magen und der Darm alles herstellen kann, was er alles machen kann. Der zersetzt und zerlegt uns alles, alles. Und es gibt ein paar Pharmaka, ein paar Medikamente, die das kaputt macht. Also sehen wir zu, dass der Patient ein Medikament parenteral bekommt. Die Injektionen, davon gibt es so vier, fünf Standardinjektionen. IV, intravenös, in die Vene hinein. IA, intraarteriell. Es gibt nur wenige Stellen, an denen ich in eine Arterie hineinspritzen kann, zum Beispiel hier in der... Leistenbeuge, da haben wir einen intraarteriellen Zugang. Von dort aus geht ein Medikament dann erst einmal Richtung Fuß, weil das Blut, was hier durch die Femoralarterie fließt, geht nach unten, bevor es unten an den äußersten Stellen kehrt macht und dann mit der Vene zurück und dann in den gesamten Kreislauf gelangt. Intraarteriell für den Heilpraktiker nicht möglich. Intrakutan in die Haut hinein. Mich fragte ein Patient neulich ja, wenn Sie das so in die Haut hineinspritzen, wo bleibt denn das dann? Weil man hat das natürlich schon mal beobachtet. Da ist jetzt erst einmal eine Quaddel und eine halbe Stunde später ist die nicht mehr da. Aber das Medikament ist ja nicht rausgetropft. Schon bei intrakutanen Injektionen, die also in die Haut hineingehen und ganz flach gesetzt werden müssen, Verschwindet das Medikament über kurz oder lang im gesamten Organismus? Subkutan unter die Haut und intramuskulär, da gibt es den Medizinerscherz, äh, äh, intrapopulär, nämlich intragluteal, in einen Muskel hinein. Die Standardinjektionsstelle für die intramuskuläre Injektion ist der Musculus gluteus. Maximus. Konservative Therapien sind zum Beispiel dann gegeben, wenn wir nicht operieren wollen. Sie und ich als Heilpraktiker sowieso nicht. Ähm, zum Beispiel mit Medikamenten, mit Physiotherapie mit zum Beispiel bei einer Fraktur einer Gipsbehandlung oder bei seelischen Leiden wie Erschöpfung oder Depression oder Angststörung eine Psychotherapie und dann wie eben mit diesem nach unten deuten angekündigt operative Therapien das heißt es ist die Therapie durch eine Operation die chirurgische Therapie da gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Maßnahmen wie die Ablatio, das ab Trennen, ablösen oder die Amp Amputation. Es wird zum Beispiel ein Bein ganz entfernt. Eine Biopsie wird durchgeführt, das heißt, am lebenden Organ wird eine Gewebeprobe entnommen. Eine Extirpation ist möglich. Ich könnte mir zum Beispiel dieses Fibrom extirpieren lassen, mache ich aber nicht. Ähm, eine Extraktion heißt, es wird etwas herausgezogen, zum Beispiel Zähne werden extrahiert. Eine Exzision klingt ein bisschen abenteuerlich, wenn wir, wenn wir lernen, was das heißt, ist das Herausschneiden oder Ausschneiden. Zum Beispiel Wunden, die nicht verheilen wollen, werden exzidiert. Eine Wundexzision ist die operative bzw. chirurgische Wundentfernung. Rekonstruktion, es wird etwas wiederhergestellt. Man hat schon mal von Fällen gehört, wo jemand durch eine Bandsäge ein Fingerendglied abgesägt hat, das wurde wieder angenäht. Punktionen werden durchgeführt, das sind Hohlnadelstiche, Resektionen, es wird etwas weggeschnitten, zum Beispiel der Magen wird resiziert, oder Gipfel der modernen Heilkurzkunst. Transplantationen können durchgeführt werden. Ich erinnere mich noch, wie ich im Radio mitgehört habe, wie Professor Bernard oder Barnard, das weiß ich gar nicht mehr, seinerzeit in Kapstadt in Südafrika das erste Herz der Menschheitsgeschichte verpflanzt hat. Eine Herztransplantation. Heute wird transplantiert, dass man Organisationen braucht, die die Organe gerecht verteilt. Die intramuskuläre Injektion wird im Bereich des Musculus gluteus maximus durchgeführt. Um die Injektionsstelle zu lokalisieren, haben wir zwei Techniken zur Verfügung. Die eine Technik ist die Suche nach der Injektionsstelle für die ventrogluteale Injektion nach von Hochstetter. Und die andere Technik, das ist die christa technik nach Sachtleben. Ich werde Ihnen hier beide Techniken demonstrieren. Die Lokalisationsmethode für die ventrogluteale Injektion nach von Hochstetter funktioniert folgendermaßen. Mein Patient liegt auf der linken Seite und das bedeutet, ich lokalisiere die Injektionsstelle mit meiner linken Hand. Funktioniert natürlich auch andersherum. Der Patient liegt auf der rechten Seite, dann lokalisiere ich die Injektionsstelle mit der rechten Hand. Zunächst einmal lege ich meinen Zeigefinger auf die Spina iliaca anterior superior. Das ist die vordere obere Darmbeinkante. Dann kommt der Mittelfinger auf die Christa iliaca. Das ist der Darmbeinrand. Und die Handfläche wird auf den Trochanter Major gelegt. Der Trochanter Major, das ist der große Rollhügel im Bereich des Oberschenkelkopfes. Auf diese Weise habe ich ein Injektionsgebiet, das in der Schnittstelle zwischen meinem Zeigefinger und meinem Mittelfinger sich befindet. Wenn ich die Hand entferne, dann habe ich etwa dieses ca. 3 x 3 cm große Gebiet für die Injektion zur Verfügung. Die christa Methode nach Sachtleben wird folgendermaßen durchgeführt. Wieder liegt mein Patient auf der linken Seite. Ich lege meinen linken Zeigefinger so an die Christa iliaca, dass die Fingerspitze auf der Spina iliaca anterior superior liegt. Dann lokalisiere ich als nächstes den Trochanter major, den großen Rollhügel. Und dann denke ich mir eine Linie zwischen dem Mittelgelenk des Zeigefingers und dem Trochanter major. Auf dieser Linie gehe ich beim Erwachsenen. 7,5 cm, etwa 7,5 cm nach unten, nach distal. Bei Kindern wären das 2,5 cm, bei Jugendlichen 5 cm. Auf diese Weise habe ich wieder hier den Injektionsort und wieder kann ich sagen, ein Gebiet von etwa 3 x 3 cm steht mir hier in diesem Bereich zur Verfügung. Vor der Injektion führe ich die Desinfektion durch. Dazu verwende ich ein gesundheitsamtlich zugelassenes Desinfektionsmittel. Das Desinfektionsmittel wird auf die Haut aufgetragen und dann warte ich eine Minute ab, bis die Desinfektionswirkung vollständig eingetreten ist. Jetzt beginne ich mit der Injektion. Dazu Überprüfe ich, ob die Spritze entlüftet ist. Dann nehme ich die Kappe von der Spritze ab. Die Kappe kann ich beiseite legen. Ich habe die Injektionsstelle hier in diesem Bereich. Ich habe mir angewöhnt, die Haut des Patienten an der Injektionsstelle ein wenig zusammenzuführen. Dadurch wird die Injektion selber ein wenig unempfindlicher. Dann kommt der Stich. Jetzt. Wird die Nadel bis kurz vor den Konus in den Patienten hineingeführt? Ich fixiere die Spritze und aspiriere, um zu sehen, ob Blut kommt. Wie Sie sehen, habe ich kein Blut. Was ich hier ziehe, ist einfach Luft. Das ist bedeutungslos. Und dann wird die Injektion langsam und zügig durchgeführt. Danach Entferne ich die Nadel und dann wird die Injektionsstelle mit einem Tupfer abgedeckt. Sie haben gesehen, dass kein Blut gekommen ist. Es kann vorkommen, dass ein Blutstropfen der Spritze hinterherkommt. Das bedeutet, dass wir in kurz, kurzer Tiefe unter der Haut ein Gefäß durchgestoßen haben. Das ist allerdings bedeutungslos. Dann wird die Injektionsstelle ein wenig massiert, dadurch verteilt sich das Injektionspräparat und dann können wir ein Pflaster aufkleben. In welchem der folgenden Organe ist eine Divertikelbildung am wahrscheinlichsten? A. Im Ösophagus, B. Im Magen, C. Im Duodenum, D. Im Jejunum oder Ilium, E. Im Kolon-Sigmoideum. Das ist eine reine Wissensfrage. Die Vertikel kann es in jedem dieser Organe geben, aber die größte Wahrscheinlichkeit haben wir tatsächlich im Kolon sigmoideum. Damit ist die Antwort E richtig.